Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß wieder heute, auch wenn es ziemlich warm draußen ist und wir vielleicht ein bisschen mehr schwitzen als sonst, aber so soll es ja auch sein. Ihr braucht eigentlich am besten eine Matte, wenn ihr eine habt. Ein Handtuch reicht auch. Wir rollen das nachher für zwei Übungen ein bisschen zusammen. Ich zeige euch dann einfach nochmal wie. Also am besten ist eine Matte, ein Handtuch funktioniert aber auch wunderbar. Dann wünsche ich uns viel Spaß und stay active mit dem Hochschulsport, aktiv bleiben. Los geht's! Wir legen einen Fuß einfach hinten dran, nehmen die Arme nach oben, einen Arm nach vorne fallen lassen, einen Arm nach hinten. Genau, dass ihr schon mal das Gewicht auf ein Bein bringt. Lasst die Schultern tief. Denkt schon mal ein bisschen an die Bauchspannung. Atem einfach locker fließen lassen. Kurz auslocken. Andere Seite wieder einfach hinten anstellen. Wir wechseln. Also wenn ihr jetzt in die Richtung oder in die Richtung gedreht habt, einfach in die andere Richtung. Wenn ihr es noch wisst. Aktiviert schon mal eure Bauchmuskulatur. Denkt dran, dass das Becken nicht ganz nach hinten gekippt ist, sondern ein bisschen mehr aufgerichtet. Gibt ein bisschen mehr Stabilität. Lasst die Schultern tief. Atmet einfach locker durch die Nase ein, durch den Mund aus. Okay, und nochmal kurz auslockern. Mal eine kleine Kombinationsübung. Und zwar, wir gehen auf ein Bein, einmal kurz in die Standwaage, kurz abtippen unten, einmal hoch das Bein, diagonal den Arm dranlegen und Arm kommt nach oben. Also wieder in die Standwaage, kurz abtippen, Arm nach oben, diagonal, Hand an das Knie. Und hoch. Wer möchte, kann auch gerne das Bein einfach ein bisschen mehr strecken. Sieht dann so aus. Wer möchte, kann auch eine Figur aus dem Yoga die Zehenspitzen greifen. Ansonsten einfach locker am Knie. Macht das ganz locker, easy. Nicht zu schnell. Konzentriert euch wieder auf die Bauchspannung. Nochmal hoch. Ein letztes Mal. Kurz auslockern. Nehmen nochmal die gleiche Seite. Gehen wieder in die Standwaage. Einmal nach unten abtippen. Wir drehen uns diesmal nach hinten. Hatten wir das letzte Mal, glaube ich, auch schon mal. Wer das letzte Mal dabei war. Also, nach hinten drehen. Ein bisschen für die Stabilität. Wer möchte, kann auch wieder die Zehenspitzen greifen. Und nochmal abtippen. Knie greifen. Zehenspitzen. Wie ihr möchtet. Nach hinten. Ein letztes Mal. Nochmal nach hinten. Und kurz ausschütteln. Andere Seite. Also, wieder in die Standwaage. Jetzt habe ich hier Pflanzen in meinen Füßen. Und strecken. Und hoch. Nach unten. Und hoch. Greif dich wieder. Greif mit der Hand wieder am Knie oder am Oberschenkel. Streck das Bein. Oder an den Zehenspitzen. Machen wir von der Seite. Denk an die Bauchspannung. Und hoch. Mal Bein ausstrecken oder eben hier greifen.
Letztes Mal. Locker dich nochmal kurz aus. Machen wir die andere Variante mit dem nach hinten gedreht. Also in die Standwaage. Und nach hinten drehen. Wieder abtippen. Nach hinten drehen. Förderst du hier im Beckenbereich, Hüftbereich stabil bleibst, dreht sich überwiegend nur der Oberkörper. Bleib in der Balance. Wer möchte auch nochmal die Zehenspitzen greifen. Nochmal hoch. Und tief. Letztes Mal. Und auslockern. Also ein kleines Warm-up. Okay. Nehmen das Bein nach hinten abgewinkelt nach oben. Lass es auch gerne ein bisschen ranziehen. Wir gehen ein bisschen in die Kniebeuge, dass du kurz abtippen kannst. Hoch und kick. Bisschen in die Kniebeuge. Du darfst den Fuß auch gerne ein bisschen ablegen. Achte trotzdem darauf, dass du überwiegend auf dem vorderen Bein bleibst. Und kick. Nochmal tief. Lass den Rücken überwiegend gerade. Schultern tief. Und kick. Einmal kurz abtippen. Arme hoch. Lass die Schultern tief. Und kick. Und hoch. Senk an die Bauchspannung. Rücken bleibt gerade. Einmal tief. Und kick. Tief. Und hoch. Noch zweimal. Letztes Mal. Kurz auslockern. Achte darauf, wenn du die Arme hochnimmst, egal welche Übung, dass du die Schultern wirklich schön aktiv nach unten ziehst. Dann wird der Nacken einfach ein bisschen entspannter. Arbeitet nur die Schultermuskulatur. Andere Seite. Wieder nach hinten. In die Kniebeuge. Gesäß schiebt nach hinten. Abtippen. Und hoch. In die Kniebeuge. Und hoch. Achte auf die Bauchspannung. Schultern tief. Nehmen die Arme wieder mit. Und hoch. Zieh die Schultern tief. Kurz abtippen. Und kick. Nochmal nach unten. In die Kniebeuge. Und hoch. Mach das langsam. Und kontrolliert. Denk an die Bauchspannung. Einmal noch. Und kick. Und hoch. Oberschenkelmuskulatur. Und kurz auslockern. Beine, Füße kurz auslockern. Okay. Jetzt auf die Matte gehen oder auf den Boden, wo es euch am liebsten ist. Nehmt den Fuß entweder ans Knie, Unterschenkel oder auch gerne nur dein Knöchel, wo ihr hinkommt. Achtet nochmal drauf, dass ihr euch hier wirklich schön rausdrückt. Knie drückt ein bisschen nach hinten. Nehmt die Arme nach hinten, die Ellbogen nach hinten, Schultern tief. In die Bauchposition. Aktiviert die Bauchmuskulatur. Bleibt in der Balance. Locker atmen. Legen das Bein vorne ab. Gehen tief. Setz dich nach hinten ab wie in der Kniebeuge. So wie vorher. Lass die Ellbogen schön nach außen. Schultern zieh tief. Bein nach vorne. Über die Seite. Nach hinten. Komm wieder vor. Seite. Hinten. Und wieder vor. Bleib hier tief. Hier abgesetzt. Denk an die Bauchmuskulatur.
Schultern sind tief. Lass das Bein hinten. Komm in die Standwaage. Versuch das Bein ein bisschen zu strecken. Blick geht Richtung Boden. Nimm die Arme nach vorne. Bleib hier. Halte die Balance. Denk an die Bauchspannung. Schultern tief. Und nochmal absetzen. Nimm das Bein wieder vor. Halte die Balance. Nimm die Hände wieder nach hinten, Ellbogen nach außen. Bleib hier gerade, halt die Balance, Bauchspannung und hoch in den Bauch. Versuch's. Bleib stabil und locker. Schüttel die Füße nochmal kurz aus. Andere Seite. Also wieder. In den Baum, Knie, Unterschenkel, auch auf Höhe des Knöchels. Arme hinter den Kopf. Ellbogen nach außen, Schultern tief. Denk nochmal dran, das Knie ein bisschen nach hinten zu schieben. Lass den Atem locker fließen. Halte die Balance. Setz dich wieder vorne ab. Das Bein setz dich nach hinten ab. Die Kniebeuge. Ellbogen nach außen. Bauchspannung halten. Gehen wieder vor. Zur Seite. Nach hinten. Zur Seite. Ich hab's falsch gemacht. Ich glaube, ich hab's richtig gemacht. Einfach durchschieben. Seite. Und durchschieben vor. Halte die Bauchspannung. Schultern bleiben tief. Halte durch. Lass das Bein hinten. Komm nochmal in die Standbeine. Streck das Standbein. So gut wie es geht. Arme vor. Halte die Bauchspannung. Atme locker. Komm wieder vor. Arme nach hinten. Und komm in den Baum zurück. Ellbogen nach hinten. Bleib hier, Schultern tief. Atme locker. Locker dich kurz aus. Schüttel die Beine aus. Atme einmal ein. Und aus. Nochmal ein. Und aus. Okay, wir nehmen jetzt die Matte oder auch das Handtuch. Rollt zusammen. Je enger ihr die Matte rollt oder das Handtuch, desto instabiler wird es ein bisschen. Deswegen für den Anfang vielleicht einfach ein bisschen lockerer zusammenrollen. Lasst das Ende unten. Nicht los. Jetzt haben wir einfach eine etwas instabilere Unterlage. Es wird alles ein bisschen schwieriger, sage ich mal, für die Füße, für die Balance. Wir machen nochmal die eine Übung von gerade eben. Komm in den Bauch. Mach das ganz langsam. Lass die Arme jetzt zur Balance nehmen. Musst sie nicht, kannst sie aber nach hinten nehmen. Halte die Balance. Setz dich nochmal hin nach hinten ab. Geh nochmal vor. Zur Seite. Nach hinten. Und komm durch. Zur Seite. Nach hinten. Und durch. Vorne. Zweimal. Nochmal vor. Nochmal zur Seite. Nach hinten. Und vor. Wir versuchen einmal kurz die Standwaage. Nimm die Arme vor. Halte die Bauchspannung. Schultern tief. Atme locker. Und setz dich ab. Kurz auslockern.
kommen die Füße, können nochmal kurz den einen Fuß jetzt kurz auslockern. Ich hoffe, es geht euch noch gut. So, andere Seite. Stell dich erst einmal mit beiden Füßen drauf. Achtet auch ein bisschen drauf, dass ihr nicht zu sehr nach hinten steht, dass das Sprunggelenk nicht zu sehr abgeknickt ist, sondern tendenziell eher ein bisschen mehr nach vorne. Und dass auch ein bisschen mehr die Wade mit als Aktivität oder als Stabilität dabei. Das ist mal ein bisschen einfacher. Anderes Bein in den Bauch. Schiebt das Knie nach hinten. Halte die Stabilität im Bauch. Schultern sind tief. Lass den Atem locker fließen. Setz dich wieder nach hinten ab. Zieh die Ellbogen tief, wenn du hier bist. Oder nach hinten. Oder auch einfach die Arme zur Seite. Und wieder. Vor. Zur Seite. Nach hinten. Einmal durch. Und vor. Halte die Bauchspannung. Lass den Rücken schön gerade. Nochmal vor. Letzten zwei Stück. Bleib hier stabil. Hoffentlich bist du stabiler als ich. Und wir versuchen nochmal die Standwaage. Ich denke, ihr seid schon durch. Komm nach hinten mit den Beinen. Die Arme kommen vor. Bleib stabil. Atme locker und setz dich ab. Locker dich nochmal kurz aus. Lass die Matte zusammengerollt, die brauchen wir nochmal. Schüttel dich nochmal kurz aus. Sehr gut. Wir kommen in die Kniebeuge. Schulterbreit geöffnet, also setz dich nach hinten ab. Denk an die Bauchspannung. Nimm die Hände auf die Schultern, Ellbogen nach außen. Wir gehen 3 Schritte zur Seite, 3 Schritte zurück. Nochmal die andere Seite. Nochmal zurück. Denk dran, dass du auch in der Position die Schultern tief ziehst. Ellbogen nach außen. Bauchspannung gehalten. Bleib tief. Dass die Oberschenkel arbeiten, das Gesäß arbeitet. Locker atmen. Zweimal noch in die Richtung. Zweimal zurück, bleib tief. Komm, wenn es geht, noch ein Stückchen tiefer. Die Oberschenkel dürfen arbeiten. Und nochmal zurück. Komm hoch. Locker dich nochmal kurz aus. Schultern auslockern. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich. Okay. Geh nochmal in den Ausfallschritt, in die Kniebeuge. Den Zeigen nach vorne. Nochmal die Hände auf die Schultern, Ellbogen nach außen. Komm auf die eine Seite. Geh tief. Bleib tief. Und zurück. Einfach nur einen großen Schritt. Kleiner das Gewicht. Geh einmal tief. Komm wieder zurück. Bleib immer schön tief. Geh noch ein Stückchen tiefer. Komm zurück. Nochmal einen Schritt zur Seite. Lass das Bein gestreckt. Zurück. Bleib hier. Also. Zur Seite. Lass den Rücken schön gerade. Tief gehen. Zurück. Hier in der Kniebeuge kurz bleiben. Nochmal einen Schritt. Zurück. Zweimal noch. Hier einmal tief. Bleib immer in der Position. Nochmal zur Seite. Zurück. Und hoch. Locker dich kurz aus. Andere Seite. Geh wieder schulterbreit. Auseinander ziehen, Spitze zeigen nach vorne. Geh in die Kniebeuge. Gesäß zieht nach hinten. Bauchspannung halten. Schultern sind tief. Ellbogen nach außen. Einmal verlagern. Zurück. Auf beide Füße. Zurück.
Bleib immer in der Position, wie in der Abfahrtshocke. Streck aus das Bein. Komm zurück. Bleib hier. Nochmal ausstrecken. Verlager das Gewicht kurz auf die Seite. Komm zurück. Halte die Bauchspannung. Bein wieder ranstellen. Nochmal den Schritt zur Seite. Bleib hier. Bleib immer schön tief. Bauchspannung halten. Nochmal verlagern. Zurück. Atme locker. Zweimal. Zurück. Bleib immer hier tief in der Kniebeuge. Einmal noch. Zurück. Komm hoch. Schüttel dich nochmal kurz aus. Atme nochmal tief durch. Atme ein. Und atme aus. Atme nochmal ein. Und aus. Okay. Wir nehmen nochmal die Matte dazu. Legt sie vor euch hin. Stell ich nochmal mit beiden Beinen drauf, um nochmal kurzes Feeling zu kriegen. Okay. Zieh die Schulter nochmal tief. Denk schon mal ein bisschen an die Bauchspannung. Wir gehen in die Kniebeuge. Ein Bein nach hinten, Arme nach vorne. Knie zusammen und streck dich wieder. Denk nochmal dran, dass du eher wieder ein bisschen weiter vorne stehst. Halte die Bauchspannung. Lass den Rücken gerade. Zur Not geht's auch, wenn es gar nicht funktioniert. Einfach ohne Matte auf den Boden. Hat auch einen sehr ähnlichen Effekt. Genau. Halte die Bauchspannung. 4. 3, 2, und komm hoch. Gut, ausschütteln. Okay, ist alles gut. Mach gleich die andere Seite. Stell dich wieder ein bisschen mehr nach vorne. Komm nach oben. Denk mal an die Bauchspannung. Zieh die Schultern schon mal tief. Bein nach hinten. In die Kniebeuge. Und wieder zusammenziehen und strecken. Bleib hier. Also im Standbein immer schön gebeugt, dass auch der Gesäßmuskel ein bisschen arbeitet. Denk an die Bauchspannung. Schultern tief. Locker atmen. Heute ist meine Balance nicht so gut. Ich hoffe, eure dafür umso besser. Locker atmen. Mach weiter. 4, 3, 2 und setz dich ab. Locker dich nochmal kurz aus. Darfst die Beine, die Matte nochmal ausbreiten oder weglegen. Wie du möchtest. Haben noch 5 Minuten. Okay. Wir atmen nochmal tief ein. Nochmal aus. Atmen nochmal ein. Und aus. Machen wir mal kurz aus. Die Füße, die Beine, die Hüfte. Andere Seite nochmal. Okay. Komm in den Vierfüßler. Für die letzten 5 Minuten. Wir gehen in den Stütz. Denkt nochmal an den Stütz, dass ihr die Bauchspannung wieder gut haltet, das Becken wieder tendenziell ein bisschen mehr aufgerichtet habt. Obere Rücken ist stark. Atme locker. Ihr könnt als Alternative auch jederzeit die Knie abgelegt lassen. Ein bisschen einfacher für den Rücken.
Genau, in dem Stück. Abwechselnd. Einmal kurz die Füße durch. Zieht mit Knien abgelegt. Genau, gleich aus. Fast gleich. Denkt nochmal an die Bauchspannung. Lasst den Atem locker fließen. Durch die Nase ein. Durch den Mund ausatmen. Haltet die Bauchspannung. Mit 4, 3, 2 und absetzen. Setz dich kurz nach hinten ab. Lass die Arme gerne kurz lang. Atme nochmal tief durch. Komm nochmal vor. Nochmal in den Stütz. Diesmal bleiben die Füße auf dem Boden. Auch wie gesagt, gerne wieder die Knie abgelegt. Und einmal abwechselnd die Arme ganz kurz lösen. Halte die Bauchspannung. Atmet locker durch die Nase ein, durch den Mund aus. Mit 4, 3, 2 und absetzen. Komm nochmal nach hinten in die Kindsposition aus dem Yoga oder auch aus dem Pilates. Leg deine Stirn kurz ab. Lass die Arme lang und atme tief durch. Roll langsam nach oben auf. Reiß die Schulter nochmal nach hinten. Komm über die Hocke, wenn es geht, einfach so, wenn es nicht geht, einfach über die große Hocke mit gebeugten Knien. Lass die Arme nochmal kurz hängen, lass den Kopf nochmal kurz hängen und roll mit gebeugten Knien langsam Wirbel für Wirbel nach oben auf. Schütt die Beine nochmal kurz aus. Die Arme, die Schultern nochmal nach hinten kreisen. Atme nochmal tief ein. Mach dich groß. Streck dich auseinander. Streck dich nach oben. Und atme aus. Nochmal einatmen. Und ausatmen. So. Das war's auch schon wieder von mir. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß und ihr habt auch so viel gegeben wie ich heute. Meine Balance war heute nicht ganz so gut wie eure wahrscheinlich. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder um die gleiche Uhrzeit. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und einen schönen Nachmittag noch. Bis dann. Stay active, mit dem Hochschulsport aktiv bleiben.